Willkommen in einem der emblematischen Gebäude dieser Stadt. Einzigartig in der Welt, mit einer sechseckigen Form und gilt als einer der ältesten in Spanien. Der Beginn des Baums geht auf das Jahr 1752 zurück, als aufgrund des Rückgangs der Quecksilberproduktion in den Minen von Huancavelica, Peru, der Ausbeutung in den Minen von Almaden intensiviert werden musste, um die amerikanischen Minen mit diesem Metall zu versorgen, das zur Gewinnung von Gold und Silber notwendig war. Dieser Umstand wird in Almaden eine größere Nachfrage nach Arbeitskräften erzeugen, darunter Zwangsgefangene, Sklaven und Zeitarbeiter. Die wachsende Zahl der Arbeiter führt zu einem Anstieg der Zahl der Kranken und Epidemien, was durch Überbeleugung der Häuser aufgrund des Mangels an Wohnraum nachverschärft wird. Um dieses Problem zu lösen, schlägt der Superintendent der Minen, Herr Francisco Javier de Villegas, den Bau von Wohnungen im damaligen Ejido der Stadt vor, in dem Ort, der als La Cruz de Hierro bekannt ist. Durch den Bau dieser wird ein inniger sechseckiger Platz übrig bleiben, der als Stimmkaffarena, Mark- und Ratshof genutzt werden soll. Insgesamt 24 Häuser sind auf zwei Etagen gebaut, die den Fluss umgeben und zwei Galerien mit Blick auf den Platz haben. Die untere Galerie ist mit weiß gekalkten Bögen und die obere mit geraden Füßen, Schuhen und Klammern gebaut. 3 Jahre nach Baubeginn im Jahr 1755 lebten sitzungsweise mindestens 200 Menschen in den 24 Häusern. Ihr Fassungsvermögen für Stierkampffeiern lag bei etwa 4000 Zuschauern. Die Miete dieser Häuser und der Ehrenlos der Feste werden für den Bau des Königlichen Krankenhauses der Werkarbeiter von San Rafael verwendet. Nachdem es im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts stark vernichtet wurde, wurde es von der Stadtverwaltung gekauft und der Prozess der Sanierung begann. Im Jahr 2003 wurden diese Arbeiten schließlich abgeschlossen. Die Stierkampfarena beherbergt das Stierkampfmuseum, Ausstellungsräume, das Fremdenverkehrs, ein Restaurant und ein Hotel und ist für die Durchführung von Stierkampfverhalsungen vorbereitet. Nun verlassen wir diesen Ort, aber Sie können weiterhin mehr über Almaden erfahren, indem Sie zum nächsten Punkt von Interesse weitergehen.